Der Film war Wahnsinns, wahnsinnsmäßig. Ich kann es nicht in Worte beschreiben, ehrlich. Das Rückgrat eines jeden guten Filmes ist das Drehbuch. Wenn das Drehbuch schwach ist, fängt der Film schon an, nach 2 Minuten einen zu langweilen. Und ich wollte für diesen Film unbedingt einen mächtigen Soundtrack haben. And this film beautifully gives you that hope. Noch am selben Tag, als die Imam Hussein-Doku veröffentlicht wurde, kam bei mir die Frage auf, okay, was soll das nächste Thema sein? Was soll der nächste Film sein? Und ich meine, die Sache bei der Ahlul Bayt ist ja die, dass es so viele Themen gibt. Man kann hunderte über hunderte Filme und Serien drehen und die Themen hören einfach nicht auf. Aber um ehrlich zu sein, war das Thema für mich schnell klar, dass der nächste Film definitiv über Imam Mahdi handeln muss. Denn wir sehen aktuell überall auf der Welt, die Menschen realisieren so langsam, dass die Welt den Bach runtergeht. Egal in welchem Land, in welcher Kultur, die Welt geht den Bach runter. Sei es finanziell, wirtschaftlich, kulturell, moralisch, psychisch. Die Welt, obwohl wir so viel technischen Fortschritt haben, ist an einem Punkt angelangt, der noch nie so tief war. Und es gibt gefühlt auch kein Zurück mehr. Es wird von Tag zu Tag schlechter. Und das merken die Leute, die jungen Leute auf der Welt merken das gerade. Wir brauchen ja nur mal die Nachrichten anschalten und sehen, was in der Welt gerade abgeht. Das Besondere allerdings ist, dass alle Kulturen dieser Welt sagen, dass das alles so passieren wird und passieren muss. Und dass jemand kommt in der Endzeit, eine Art himmlische Figur oder ein Erlöser und Retter, der all diese Ungerechtigkeit und dieses Leid von dieser Welt beseitigt. Und deswegen war es für mich klar, die Doku muss von Imam Mahdi handeln und muss genau erklären, was in der Endzeit passiert. Seit den frühesten Tagen der Menschheit gibt es Vorankündigungen dieser globalen Probleme. In den Lehren und Überlieferungen jeder Religion und Kultur finden sich prophetische Botschaften über das Ende der Welt. Das Rückgrat eines jeden guten Filmes ist das Drehbuch. Wenn das Drehbuch schwach ist, fängt der Film schon an, nach 2 Minuten einen zu langweilen. Und das Schwierige bei einer Dokumentation ist, eine Dokumentation muss ja nicht nur informativ sein, sondern in der heutigen Zeit muss eine Doku auch noch unterhaltsam sein. Und das war schon die erste große Herausforderung am Anfang. Wie kriegt man das beides unter einen Hut? Zumal diese Dokumentation über Imam Mahdi für die breite Masse gedacht ist. Das heißt, es muss denjenigen, der Imam Mahdi in- und auswendig kennt, ihn informieren und unterhalten, als auch denjenigen, der noch nie den Namen Mahdi in seinem Leben gehört hat. Es darf für den einen nicht zu überladen sein mit Info und für den anderen nicht langweilig sein und parallel muss es noch unterhaltsam sein. Das ist die Aufgabe eines guten Drehbuchs. Deshalb soll man an den Mahdi denken. Denn wenn er erscheint, wird er die Welt erleuchten und der Welt Hoffnung geben. Die Imam Hussein-Doku war meine erste Doku. Es war ein Projekt, wo ich mich Hals über Kopf ins kalte Wasser gestürzt habe und einfach so nach dem Motto Learning by Doing. Und die Imam Hussein-Doku hat 3 Elemente, auf die die Doku aufbaut. Das eine sind die Interviews, das andere sind die Aufnahmen, die ich selber vor Ort in Karbala und an Arba'in gedreht habe. Und das dritte Standbein, kann man sagen, sind die Szenen aus der Vergangenheit, was an Karbala passiert ist in Ashura, die Szenen, die vor 1200, 300 Jahren sich abgespielt haben. Und ich konnte im Endeffekt als Macher dieses Films zwischen diesen 3 Polen immer hin und her springen und so die Spannung innerhalb dieses Films aufrechterhalten. Bei dieser Doku über Imam Mahdi geht es nicht so sehr um die Vergangenheit, als vielmehr um die Gegenwart und die Zukunft. Und da wusste ich, eine Doku zu machen, die auch noch länger ist als die erste Doku, 1,5 Stunden lang nur zwischen Interviews und B-Roll-Aufnahmen hin und her zu springen, wird einfach nach 10 Minuten schon langweilig. Die Lösung war im Endeffekt, ein drittes Element in diese Doku reinzubringen, als eine Art Moderation für den Zuschauer. Denn diese Doku ist aufgeteilt in 5 großen Kapitel. Beispielsweise die Zeichen der Endzeit, die Zeichen der Wiederkunft, wie Imam Mahdi, wann Imam Mahdi erscheint, wie er die Welt verändert, wie er regieren wird. Und jedes Kapitel vertieft sich und spezialisiert sich auf eins dieser großen Fragen. Aber vor jedem dieser Kapitel gibt es eine kleine Sequenz, die im Endeffekt den Zuschauer durch die Doku hindurchführt und diese Fragen stellt, damit einfach die Doku spannend bleibt.
Jetzt hätte ich mich natürlich für diese Sequenzen, wie auch jetzt, auf den Stuhl setzen können und mir die Arbeit sparen können, sagen wir es mal so. Aber ich dachte, diese Sequenzen müssen spannend sein. Die müssen was Künstlerisches haben, was Bedeutendes haben. Und da kam mir schon recht früh das Bild einer alten, heruntergekommenen Burgruine in den Sinn. Diese Burgruinen, es gibt nämlich sehr viele davon in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, auf der Schwäbischen Alb gibt es sehr viele so richtig alter, schöne Burgruinen. Das Besondere ist, alle diese Burgruinen wurden in der Regel von reichen Herzögen und Machthabern gebaut, die aber gleichzeitig dem Volk das Blaue vom Himmel versprochen haben. Statt diese Versprechen einzuhalten, haben sie die Leute im Gegenteil eher ausgebeutet und sich dadurch Luxus und Reichtum angeschafft und sich solche Burgen gebaut. Das Tragische an der ganzen Sache ist, jetzt mehrere hundert Jahre später sehen wir von all diesem Prunk und Luxus nichts weiter als heruntergekommene Ruinen. Wenn man da durchläuft durch so eine Ruine, spürt man regelrecht diese Versprechen, die nicht eingehalten wurden. Das, fand ich, ist ein enorm schöner Kontrast zu Imam Mahdi. Denn Imam Mahdi wird all die Versprechen einhalten, die diese Leute und Herzöge damals nicht eingehalten haben. Die Welt, die Imam Mahdi aufbaut, wird eine Welt sein, die niemals in einer Ruine enden wird. Es wird eine Welt sein mit Bestand. Und diesen Kontrast fand ich sehr schön, das auf einer Burg festzuhalten, wo all diese Lügen und Ausbeutung stattgefunden hat. Jetzt konnte ich natürlich diese Szenen schlecht selber drehen, vor und hinter der Kamera. Deswegen habe ich für diese Dreharbeiten die Hilfe von drei alten Freunden in Anspruch genommen. Das Witzige allerdings war, dass diese Jungs keinerlei Expertise in Kameraarbeit und Dreharbeiten hatten. Also da haben wir uns echt auf was eingelassen. Und das zweite Problem war, im Nacken hingen uns die Gewitterwolken und die Nacht kam relativ früh rein. Und wir hatten nur diesen einen Drehtag, aber hatten eine ganze Liste an Takes, die wir aufnehmen mussten. Um es kurz zu fassen, dieser Tag war stressig amüsant. Aber Gott sei Dank haben wir es noch hingekriegt, diesen Tag sauber über die Bühne zu bringen. Die Jungs haben astreine Arbeit geleistet, obwohl sie zum ersten Mal so ein Equipment in der Hand hatten, die Szenen aufzunehmen. Also ich bin wirklich zufrieden von dem Resultat an diesem Tag. Namen. Werden Sie ihn einfach so mit offenen Armen begrüßen? Werden Sie ihn vielleicht sogar bekämpfen? Wie will Imam Mahdi diese kaputte Welt noch retten? Eine jede gute Dokumentation steht und fällt mit den Interviews. Und ganz im Gegensatz zur ersten Dokumentation, wo ich mir überhaupt keinen Plan hatte, wen ich interviewen soll, ich bin einfach mit meiner Kamera losmarschiert und habe gehofft, dass sich irgendwas ergibt. Bei dieser Doku dachte ich, den Fehler mache ich nicht zweimal und habe mir tatsächlich eine Liste angelegt an Gelehrten und Leuten, die ich interviewen wollte, habe die sogar vorher kontaktiert und Termine ausgemacht. Aber an dem Tag, als ich meinen Fuß in Najaf und Karbala reingesetzt habe, vor allem in Arba'in, ist alles in die Hose gegangen. Also kein einziges dieser 6-7 Interviews, die ich geplant hatte, hat stattgefunden, weil immer was dazwischen kam. Und ich stand dann dort mit meinem 30 Kilogramm schweren Equipment mitten an Arba'in und dachte mir, ja, Mahdi, bitte klär das für mich. Ich möchte eine Doku für dich machen, aber ich habe keinen Plan, wen ich interviewen soll. Bitte organisiere das und bring mir vor allem Leute in die Doku, die von Herzen sprechen, damit es die Herzen erreicht. Denn das war für mich der wichtigste Aspekt. Es gibt viele Menschen, die viel Wissen haben. Aber manchmal siehst du jemanden, der vielleicht gar nicht so ein großes Wissen hat, aber er sagt etwas, es kommt von Herzen und es erreicht die Herzen. Und ich finde, bei Imam Mahdi ist es wichtig, dass die Herzen der Menschen erreicht werden. Und ich finde, die Menschen, die interviewt wurden, haben genau das geschafft. Sei es die Gelehrten, als auch der Klagesänger, den ich interviewt habe, obwohl er nur einen kleinen Part in der Doku spielt, man merkt wirklich das, was er sagt, er meint es auch wirklich so. In der Welt deuten alle darauf hin, dass jemand am Kommen ist, wonach die Menschen das erreichen, was sie immer wollten. Eins der wichtigsten Interviews, die mir persönlich sehr viel bedeutet haben, war das Interview mit Seyyed Bared Ghazvini. Denn ich verfolge ihn schon seit mehreren Jahren und seine Arbeit und ich muss wirklich sagen, man spürt, und es bestätigen auch sehr, sehr viele Freunde, dass er einfach eine ganz andere Ausstrahlung hat. Er hat so eine tiefe, ruhige und schöne Ausstrahlung und das, was er sagt, es kommt so von Herzen. Ich habe ihn kennengelernt auf einer Veranstaltung an Arba'in und habe natürlich direkt die Chance ergriffen, ihn zu fragen, ob er Lust hat, bei diesem Projekt mitzumachen. Und er hat direkt zugesagt und am nächsten Tag haben wir tatsächlich im Hotel in der Nähe vom Schrein von Imam Hussein dieses Interview aufgenommen. Und
weder er noch ich hatten überhaupt irgendeine Ahnung, wie die Doku am Ende aussehen wird. Aber er hat tatsächlich einige Worte zu der Doku uns zugeschickt, nachdem er sich die Doku angeschaut hat. A few years ago, during the Arba'een, Allah subhanahu wa ta'ala brought me and brother Sina together in the holy land of Karbala, the city of Imam Hussein, the city of sacrifice, the city of passion, generosity and giving. And while we met there, he was very excited to tell me about his new project that he was working on. And that's a film about the Imam of our time, the awaited savior, the savior of all nations, al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala faraja. So we decided to meet at one of the hotels in Karbala that was very close to the shrine of Imam Hussein alayhi salam. And we filmed the interview for the documentary there. And that was when I had the privilege of knowing our dear brother Sina. Recently, I had the honor of watching this beautiful film, and truly I was inspired. Our society today needs hope. Our youth today need hope. And this film beautifully transfers that hope to the viewer. When you look at the world today, you see a lot of injustice, a lot of oppression. Sometimes you feel like the whole universe is falling apart. But when you see this film, you know that you have a leader who's waiting for you. We're not just waiting for him, he's waiting for us as well. He's waiting for us to come to establish justice, to avoid sins, to uphold the best akhlaq. That's what he's waiting for us for. And this film beautifully gives you that hope. It gives you an overview of who Imam al-Mahdi is. What does he represent? What is his mission? How all global religions believe in the Savior. The signs of reappearance and what happens when he reappears. And that he truly is the solution to our problems. After seeing this film, you are filled with hope and energy to go out there in society and work for justice. And that was truly inspiring. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all and everyone who participated in this film. May Allah truly grant them the highest rewards of paradise. And we ask Allah to hasten the reappearance of our master, Imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala faraja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die Interviews wurden natürlich überwiegend in persischer Sprache abgehalten. Jetzt mit Said Bahr Razvini hatten wir auch jetzt zum ersten Mal jemanden auf englischer Sprache. Und das muss natürlich übersetzt werden ins Deutsche. Und etwas, was für mich absolut nicht in Frage kommt, sind Untertitel. Ich finde, es ist echt eine Zumutung, eine Stunde, anderthalb, sich einen Film anzugucken und die ganze Zeit nur mit Lesen beschäftigt zu sein. Das macht einfach das gesamte Feeling kaputt, was ein Film einfach mit sich bringt. Und deswegen war klar, okay, ich muss wieder synchronisieren. Und ich habe bei diesem Film auch meine zwei Kollegen, die ich beim letzten Film engagiert hatte, nämlich Peter Höfer und Matthias Ansel, habe ich für dieses Projekt wieder gerufen und die waren wirklich total froh, dass sie wieder mitmachen können hier. Und das Besondere an diesen beiden ist, die haben so eine markante, aber dennoch emotionale Stimme. Herr Ansel hat eine sehr jugendliche, kräftige und klare, sympathische Stimme und Herr Höfer hat eine sehr beruhigende, fast schon großväterliche und innige Stimme. Das allein bildet so einen schönen Kontrast, wenn man sich die Doku allein anhört. Das Erwarten des Mahdi ist eines der wichtigsten Pflichten der Menschheit. Die Rolle des Menschen ist es, diesen Tag zu erwarten. Aber was Sie mit Bravour gemeistert haben, war es die Emotion, die diese Interviewten während dieser Szenen, während dieser Aufnahmen gespürt haben, diese Emotion rüberzubringen ins Deutsche. Und ich finde, die haben das wieder mal 1A gemeistert, diese Emotion ins Deutsche rüberzubringen. Es verging eine Woche. Kein Problem. Das war eine Erfahrung. Die zweite Woche. Dritte Woche. Der erste Monat. Zweiter Monat. Dritter. Vierter. Ein Jahr verging. Zwei Jahre. Drei Jahre. Vier Jahre. 40 Jahre. Wir werden es bald sehen. Die Jugendlichen werden es vielleicht noch erleben. Es wird etwas Eigenartiges passieren. In einer Nacht, wenn alle am Schlafen sind und die Posaunen am Himmel ertönen,
Es wird so schön. Es wird so schön. Eines der bekanntesten Regisseure der Welt sagte einmal, dass 80% eines Films die Musik sind. Und ich wollte für diesen Film unbedingt einen mächtigen Soundtrack haben. Bei der letzten Doku war es nämlich so, dass ich keinen Soundtrack selber komponiert hatte, sondern aus verschiedensten Filmen im Endeffekt zusammengebastelt habe. Und ich sag mal so, es hat funktioniert, ja. Aber abgesehen jetzt mal von Copyright-Angelegenheiten, merkt man einfach als professioneller Filmemacher, dieser Soundtrack gehört eigentlich nicht zum Film. Er wurde an manchen Stellen zusammengebastelt und ich wollte einfach etwas qualitativ Hochwertigeres. Auf der anderen Seite wollte ich aber keine Instrumente, also keine Musikinstrumente für den Soundtrack verwenden. Und jetzt stand ich vor einem Dilemma. Wie sollte man einen Soundtrack machen ohne Instrumente? Ich meine, man kann schlecht einen Film 1,5 Stunden lang nur mit Geräuschen von Wasserfall, Vogelzwitschern und Windgeräuschen untermalen. Um ehrlich zu sein, ich hatte keine Antwort drauf. Es hat mich, glaube ich, circa ein halbes Jahr lang gedauert, bis ich die Antwort gefunden habe, nämlich tatsächlich in einem Traum, den ich hatte, im Monat Ramadan, im April 2022, da habe ich im Traum eine wunderschöne Melodie gehört, die von einem Chor gesungen wurde. Als ich aufgewacht bin, war für mich die Sache direkt klar, oh mein Gott, warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Ich komponiere den Soundtrack einfach mit einem Chor. Und die Melodie, die ich damals geträumt habe, war so markant und hat sich so in meinem Kopf eingebrannt, dass ich die dann tatsächlich 1:1 so in die Doku eingebaut habe. Das Besondere an einem Chor ist, dass es aus menschlichen Stimmen besteht. Imam Mahdi kommt für die gesamte Menschheit, für Jung und Alt, Männer und Frauen. Und dieser Soundtrack, ich hatte die Absicht damit, einerseits etwas Episches und Globales zu komponieren. Dass es sich anhört, als würde es um die gesamte Welt gehen, denn es geht um die gesamte Welt. Imam Mahdi kommt nicht nur für ein Dorf oder für ein Land, sondern für die gesamte Menschheit und für den gesamten Kosmos. Und so sollte sich die Musik auch anhören. Aber auf der anderen Seite sollte sich das auch anhören wie etwas Vertrautes, was Inniges, Spirituelles, aber auch etwas Hoffnungsvolles, was den Menschen, dem Zuschauer Hoffnung macht auf die Zukunft. Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, habe ich jetzt ernsthaft einen 80-köpfigen Chor engagiert, um diesen Soundtrack zu machen? Leider nicht, vielleicht bei den nächsten Projekten, aber wie ist der Soundtrack entstanden? Man muss sich das so vorstellen, es wurde ein Chor genommen und dieser Chor, beispielsweise ein Kinderchor, hat jeden einzelnen Ton auf der Tonleiter gesungen, in unterschiedlichen Artikulationen, jeden einzelnen Buchstaben im Alphabet. Das wird in einer digitalen Library oder Bibliothek gespeichert. Und ich als Komponist habe jetzt Zugriff auf diese Tausende über Tausende an Tönen, die echt von echten Menschen gesungen wurden. Ich kann jetzt diese Töne im Endeffekt mit meiner Software in jeder beliebigen Reihenfolge gestalten. Ich kann jetzt beispielsweise mit diesem Stift auf diese Klaviatur jeden beliebigen Ton in jeder Reihenfolge und Länge zeichnen, wie ich möchte. Und so kann ich dann jede beliebige Melodie umsetzen, die mir in den Sinn kommt. Das Besondere, das Magische quasi daran, entsteht, wenn man all diese Spuren gleichzeitig abspielt. Das ist der Moment, wo das Gänsehautfeeling entsteht. Die Premiere der Imam Hussein-Doku hat bei uns in Stuttgart stattgefunden. Wir haben in der Moschee eine kleine Leinwand aufgestellt mit einem alten rostigen Beamer und 2-3 Lautsprechern und haben dort die Premiere abgespielt. Und es war auch noch am selben Tag, an dem es auf YouTube erschienen ist. Jetzt hatte ich für diese Dokumentation auch so eine ähnliche Idee, es irgendwo mit einer kleinen Leinwand zu machen, aber diese Idee habe ich schnell verworfen, denn ich dachte, es muss irgendwas Einmaliges sein. So eine Doku gab es noch nie, also muss die Premiere auch etwas Besonderes sein. Und da habe ich natürlich direkt an einen Kinosaal gedacht. Ich habe angefangen, deutschlandweit Kinos anzuschreiben und die meisten natürlich hatten keine Kapazitäten für sowas. Oder sie spielen beispielsweise nur reguläres Kinoprogramm ab.
Als ich schon quasi die Hoffnung aufgeben wollte, habe ich dann eine E-Mail bekommen vom Filmpalast Kassel, die uns diesen Saal zugesagt haben. Und dann nicht irgendein Kinosaal, sondern den größten Saal in Hessen mit der IMAX-Projektion. Und das war wirklich etwas Atemberaubendes. Sowas gab es noch nie in der muslimischen Community in Deutschland und schon gar nicht über das Thema Imam Mahdi. Und ich habe natürlich sehr viel Feedback bekommen, auch von den Zuschauern an diesem Tag. Aber für mich persönlich jetzt, nur mal aus meiner Perspektive, ich kenne jeden Frame dieses Films in- und auswendig. Aber diesen Film auf dieser 30 Meter großen Leinwand mit der Soundkulisse zu hören, hat mich selber komplett überwältigt. Und ich kann sagen, ich bin wirklich froh, dieser Aufwand hat sich gelohnt. Und inshallah ist es nicht die letzte Filmpremiere, die über die Ahlul Bayt in so einem mächtigen Kinosaal stattfinden wird. Allein diese Atmosphäre, diese Veranstaltung, dass wir alle gemeinsam für Imam Mahdi alaihi salam gekommen sind, dass wir diese Gelegenheit nutzen können, gemeinsam mit den Geschwistern zusammengekommen sind, diese segenreiche Veranstaltung miterleben dürfen, diesen Film dann noch anzuschauen, ist nur segenreich und eine große Freude für jedermann. Ich kann es nicht mal in Worte beschreiben, man hat endlich mal was, ein Film über den Mahdi, Ajil Farajom. Ich kann es nicht in Worte beschreiben, ehrlich. Man sieht, glaube ich, einfach nur, dass ich glücklich bin, wie alle hier gerade. Ist einfach schön. Also ich muss sagen, bei Sightseeing habe ich hohe Erwartungen, wirklich sehr hohe Erwartungen, weil ich selber beim Seminar teilgenommen habe und ich weiß, wie sehr er auf Kleinigkeiten achtet. Also bin ich mit wenig Erwartungen reingekommen, aber als der Film begonnen hat oder die Dokumentation, habe ich gedacht, ich gucke eine Netflix-Dokumentation oder irgendwie sowas rein Professionelles. Ich war sehr krass überrascht. Es war, finde ich, erste Klasse. Also wir können damit angeben vor ganz Europa oder der ganzen Welt. Der Film war wahnsinnsmäßig. Also wirklich in jeglicher Form. Ich war positiv überrascht. Ich kenne es jetzt hier mittlerweile schon seit einigen Jahren. Aber dass der Film auf die Art und Weise quasi uns alle positiv überrascht, hätte ich nicht erwartet. Und in jeglichen Belangen ein super Film. Kann man einfach wirklich jeden, egal welcher Nation, welcher Religion, welcher Ethnie oder woher man stammt, wirklich nur zu empfehlen. Dieser Film ist nicht einfach nur eine informative Dokumentation. Dieser Film soll Hoffnung geben. In einer Zeit der Islamfeindlichkeit soll dieser Film versuchen, die Menschen zusammenzubringen. Er soll zeigen, dass all diese Unterschiede und Konflikte, die wir haben auf der Welt, eigentlich keine Unterschiede sind, sondern vielmehr Missverständnisse. Und ich hoffe einfach nur von tiefstem Herzen, dass dieser Film die Herzen erreicht. Dass er die Menschen, egal in welchem Winkel der Welt sie sich befinden, berührt. Und dass die Menschen begreifen, dass wir alle einer Fata Morgana hinterherrennen. Und dass sich an dieser kaputten Welt nichts ändern wird, ehe wir nicht aufwachen. Und dass die Menschen Hoffnung haben auf eine neue, schöne und bessere Welt. Die Welt von Imam Mahdi.